machst halt nichts. Wobei, jetzt muss ich dann auch in der Theorie hier wieder wechseln. Und zwar auf... Machen wir das definitiv wieder mit rein. Und... Ich glaube, das machen wir nochmal rein. Einfach sicherheitshalber. Safety first. Hallo, hallo, hallo. Wann lerne ich denn endlich mal hier den... Oh, hab ich das nicht aufgemacht? Säbel, anschraubbar, okay. Wann lerne ich denn endlich mal Alohomora? Das wäre mal ganz interessant, ne? Ich möchte gerne Schlösser öffnen. Ich hatte gehofft, Sie zu sehen. Ja. Gut. Schön, dass ich hier bin. Macht 10 Euro. Sie sind zurück? Endlich. Minister Sparwin redet mehr, als dass er zuhört. Spricht ständig von wildernden Drachen. Er wollte kein Wort über Kobolde hören. Wo wir gerade dabei sind... Hören Sie, es ist so viel passiert, während Sie weg waren. Ich habe etliche Nachrichten von Professor Blacks Hauselfen Scrope erhalten. Scrope schickte Ihnen Nachrichten? Ja, das kam mir auch seltsam vor. Er bat mich, ihn zu treffen und sagte mir dann, ich solle den Toast... Warum sollten Sie Toast mitbringen? In eine Höhle unter dem See. Dort fand ich Richard Jackdaws Geist. Wer in aller Welt ist Richard Jackdaw? Er war hier vor langer Zeit Schüler. Er erzählte mir von einer geheimen Höhle. Ich ging dorthin und direkt neben Jackdaws Skelett fand ich die fehlenden Seiten. Sie haben die Seiten? Ja. Und weil Jackdaw der darin enthaltenen Karte gefolgt war, fand ich mit den Seiten auch den eingezeichneten Ort. Ob Sie es glauben oder nicht, es ist ein Raum unter Hogwarts. Warum bin ich nicht überrascht? Wollen wir? Ich hatte gehofft, dass Sie das sagen. Oh, und wir brauchen das Buch. Wieso habe ich das Gefühl, dass der nachher der Böse ist? So ein übelster Turn, wisst ihr? Fick einfach der Ficker. Nevermind, was? Der Raum heißt übrigens die Kartenkammer. Und dort erwartet uns ein Porträt von Percival Rackham. Professor Rackham, ich freue mich darauf, ihn zu treffen. Mhm. Wie ist dieser Jackdaw an die Seite aus dem Buch gekommen? Peeves hat sie offenbar gestohlen. Und Jackdaw stahl sie von ihm. Ah, Peeves. Peeves. Da. Komm mal ran da. Achso, guck mal, er ist schon da. Helfe sein Alter. Und das war die ganze Zeit hier unten? Nein, nur die Hälfte. Die Hälfte der Zeit. Jetzt bin ich mal gespannt. Ich wette, die große Fläche da wird jetzt gleich zur Karte. Und mein Outfit, ne? Ich hätte mich schon mal irgendwie ein bisschen ordentlich anziehen können, bevor wir jetzt hier runtergemacht sind. Sieht vielversprechend aus. Drauf der Teil. Nur sehen könntest. Ah, gucke mal. Ist das müde, ihr Lumpe. Warte mal, gucken Sie mal. Sieht schon cool aus, ne? Aber wofür? That's the question. Warum, was leuchtet hier? Naja, wir dürfen gespannt sein. Hallo, Professor Rackham. Wir haben das Buch auf das Podest gelegt, wie Sie wollten. Das ist mein Mentor, Professor Fig. Wie geht es Ihnen, Professor Fig? Und Sie, junger Freund, verstehen jetzt, warum Sie mit dem Buch zurückkehren mussten. Ja, ich verstehe jetzt auch, warum Sie diesen Raum Kartenkammer nennen.
Da sie so weit gekommen sind, müssen sie außergewöhnliche magische Fähigkeiten besitzen. Und dieses Potenzial und die Macht werden freigegeben, wenn sie sich würdig erweisen. Die Standorte der 4 Prüfungen werden mit der Zeit auf der Karte erscheinen. Sie stellen sie auf die Probe und verschaffen ihnen Zugang zu unschätzbarem Wissen. Diese Prüfungen müssen sie allein absolvieren. Ja, erinnern klar. Sie sich an die Denkariums-Erinnerung aus meinem Gringotts-Gewölbe? Nur unvollständig. Ich weiß, dass ich die Erinnerung gesehen habe, aber ich erinnere mich nicht an alle Details. Mein Freund Charles und ich sprachen vom Portschlüssel und von unseren Prüfungen für jene, die Spuren alter Magie sehen können. Charles ist ebenfalls ein Hüter, eine Bezeichnung, die wir uns schon vor Jahrhunderten gaben. In Anbetracht des Wissens, das wir streng geheim halten müssen. Bis jetzt vielleicht. Das heißt, der Weg von den Ruinen zu Gringotts, das Gewölbe, die verbotene Abteilung, die Suche nach dem Raum, das alles waren keine Prüfungen? Sie waren ein wichtiger Teil des Weges, aber keine Prüfungen. Dass sie so weit gekommen sind, ist jedoch ein gutes Zeichen. Die Prüfungen sollen sicherstellen, dass die Macht und das Wissen, das wir so lange gehütet haben, nicht in die falschen Hände geraten. Sie testen ihre Fähigkeiten, angeborene und erlernte. Aber ebenso wichtig ist, dass alles, was sie bei den Prüfungen erleben, beeinflussen wird, was sie mit dem anfangen, das wir teilen. Sie werden Geduld brauchen. Die Prüfungen lehren sie vieles. Das braucht Zeit. Zeit ist ein Luxus, der uns leider nicht vergönnt ist. Wir haben so lange gewartet, Professor Fig. Ein wenig länger kann... Bei allem Respekt, Sir, ich weiß nicht, welches Geheimnis Sie hüten. Doch ich weiß, dass dieses Kind Spuren entdeckt hat. Spuren einer mächtigen schwarzen Magie, die von Kobolden angewandt wird. Und als wir ihr Verlies bei Gringotts verlassen wollten, trafen wir auf einen ungewöhnlich mächtigen Kobold, der diese Magie beherrschte. Vielleicht sind wir schon zu spät. Fürwahr, schlechte Nachrichten. Nun denn, vertrauen Sie Professor Fig? Ja. Dann lassen Sie uns angesichts Ihrer beachtlichen Fähigkeiten und bisherigen Erfolge beginnen. Sie finden die erste Prüfung auf der Karte unter Ihnen markiert. Professor Fig darf Ihnen helfen, die Prüfungen zu finden. Aber nur jemand mit unseren Fähigkeiten kann sie absolvieren. Die gerne mit Nein geantwortet. Nein, ich vertraue ihm nicht. Wollen wir nachsehen? Nein, ich vertraue dir trotzdem nicht. Ich kenne den Turm. Er ist nicht weit. Sie haben ihn vielleicht selbst gesehen. Kommt mir nicht bekannt vor. Ich glaube nicht. Vielleicht ist dieser Jungspund nicht so weit gereist, wie Sie denken. Als Ihr Mentor kann ich zumindest dafür sorgen, dass es sicher ist. Kommen Sie so bald wie möglich zu mir. Wissen Sie etwas über den Turm? Sie sagten, Sie kennen diesen Turm. Was können Sie mir über ihn erzählen? Nicht viel, fürchte ich. Ich bin schon oft an ihm vorbeigekommen. Er steht nördlich von Hogsmeade. Er scheint verlassen zu sein, wenn ich mich recht entsinne. Doch offensichtlich verbirgt er mehr, als man denkt. Wir sehen uns dort. Ich bin so schnell wie möglich bei Ihnen am Turm. Also gut. Seien Sie vorsichtig und sagen Sie niemandem, wohin Sie gehen. Okay, also wir werden uns jetzt zu dem Turm begeben, wo wir nicht wissen, wo er ist. Auftrag abgeschlossen. Die Kartenkammer. Ja, schön. Oh, ist ein bisschen weiter, ne? Ja, die ist hier ein bisschen weiter. Wir müssen kurz auf die Karte gucken, Freunde. Der läuft auch einfach weg, ne? Das spielt für den keine Rolle. Haben wir hier noch eine Aufgabe? Warte mal, haben wir hier noch Aufträge? Pass für Rackhams Prüfung. Depulso. Können wir rein zuerst nochmal hier reingehen, ne? Zu den ganzen Unterrichtssachen. Beschaffe und teste einen Fokustrank. Beschaffe die Zaubertränke Maxima und Edurus und teste sie zeitgleich. Muss ich das vorher machen? Das muss ich aber vorher machen, ne? Okay, dann machen wir doch zuerst die hier. Never mind. So, Lieferung. Sprich mit Perry Pippins. Ne, ich glaube, wir machen wirklich zuerst die hier. Okay, schauen wir kurz mal auf die Karte. So.
Ich wollte doch nur... Ich... Rauszoomen geht nicht, okay. Machen wir Weltkarte. Das ist der Turm? Yo! Wie... Wann soll ich denn da gewesen sein? Mal, kann ich... Ich glaube, ich reiß hier hin, dann können wir von hier aus dann losfliegen, oder? Let's go. Dann noch die... Ach, du bist ja wirklich praktisch. Ich ja, ne? freue mich darin vorzukommen. Cool. Gehen wir erstmal nach oben, ja, Freunde. Erstmal schön hier über den Wolken und so. Sweet. Dann drehen wir ein bisschen bei und dann geht's ab in die Richtung. Ah, sehr schön. Ja, so geht's natürlich sehr, sehr schnell, die ganzen Punkte zu erreichen. Ja, vor allem, wenn man Luftlinie fliegen kann. Which is pretty damn nice. Ah. So. Da sehe ich auch schon den Turm. Guck mal. Man kann natürlich wesentlich weiter gucken, wenn man in der Luft ist. Das ist der ganze verbotene Wald, wo wir uns gerade drüber befinden, ne? Wobei, wir müssten noch, sind auch ganz viele Gegner noch, ne? Sind auch ganz viele Gegner, holy shit. Rebellion. Okay, vielleicht ist es gerade doch noch zu früh zu landen. Oder? Oh, das ist ein Troll? Wir machen den Troll platt. Wenn ich jetzt... Oh, die sind 20. Hihihi. Ich hab dich platt gemacht. Oh, 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 oh. Freunde. Hallo. Ist das Liebe? Nee, hä? Oh Gott. Ich brenne! Die wollen mich platt machen, die Typen. Warum kriegen die keinen Schaden? Okay, so habe ich natürlich nicht getroffen. Das lässt du schön sein! Jetzt müssen wir hier. Ja, Expelliarmus, Bitch. Den haben wir platt gemacht, das ist schon mal gut. Hallo? Mach mal so. Oh, tut das weh? Oh, bist du tot? Oh, es tut mir echt leid. Meine Waffen in den Guten. Na, kein Zauberstab mehr. Oh. Mir kein bisschen leid. War doch gut geregelt, oder? Trollpopel. Yeah. Wegen Trollpopel habe ich jetzt das Ganze hier gemacht, Freunde. Denn Trollpopel schmeckt äußerst gut. Besser als der eigene Popel. Wisst ihr Bescheid? Hinten haben wir noch Spinnen, ne? Mal gucken, ob es bei den Spinnen vorbei, Freunde. Hallo, ihr kleinen süßen Spideys. Oh yeah. Weil wir sind halt eigentlich weit über meinem Level, ne? Also das ist weit, aber wir sind halt drüber. Oh Gott. Ich muss noch ein bisschen aufpassen, dass ich nicht sterbe. Ja, das wäre ein bisschen doof. Ey! Hä? Was war das? Du bist Konfringo. Ach, guck mal, dabei können wir uns auch anzünden. Das ist sehr gut. Das ist sehr gut. Bringt das was? Oh, warte mal. Hey, warte! Bringt das was, die Sachen anzuzünden? Warum brennt das und das hier nicht? Hallo? Brennen! Aber es muss tatsächlich gar nicht brennen, oder? Irgendwo ein Gegner. Aha! There you are. War so ein kleines Viech. Konfringo.
Confringo. Sehr gut, treffe ich Schaden, ne? Oh, eine Eule. Haben wir die Eule gesaved? Kann möglich sein, ne? Guck mal, wie die fliegen kann. Ich wollte eigentlich nur mal kurz ein Level up haben, so ganz, ganz schnell. Aber irgendwie mit Kämpfen geht es gar nicht mal so schnell wie gedacht. Boah. Eine Höhle. Gibt's hier keine krassen Sachen? Aber ich frage mich sowieso, warum man echt endlich mal so Tiere und sowas halten kann. Die ganze kleine Scheiße hier kaputt machen. Gibt's. Hier gibt's nur Gegner. Hier oben. Excuse me. Okay, ist keiner. Sweet. Glücklicher Schaden mit chinesischem Feuerball. Why not? Und 45. Galio. Ja, wir müssen natürlich immer so ein bisschen gucken, dass wir auch an Kohle rankommen, Freunde. Da führt kein Weg dran vorbei. You know? Excuse me. Was mal das, was kaputt. Ah, so. Super viele Nester von denen. Also ich würde mich nicht wundern, wenn hier gleich nochmal so eine sowas herkommt. Oh, das hat die sogar überlebt. Holy shit, hält die gut was weg. Die gab nur 10? Die gab echt nur 10? Ist ein bisschen läppisch, oder? Geh mal fliegen, meine Gute. Ich will doch nur ein Level up, Freunde. Ich will doch nur ein Level up. Burn, baby, burn. Oh Gott. Bye, bye. Ja, flieh ruhig. And there you go. Ja, da haben wir nochmal Level Up gehabt, Freunde. Frage ist, Rebellion. Lohnt es sich hier jetzt noch? Kann ich hier überhaupt aufsteigen? Ich bin aber weg, ja? Na, tschüss. Tschüss. So, I wanna fly away. Ah, ist doch schön, einfach fliegen, ja. Sieht auch schon mal besser aus. Beruhigen Sie sich. Ist das nicht was Feines? Das ist einfach schön. So, eben auch wieder Flamme. Sehr schön. Sanbakas Turm. Warten. Warum muss ich immer auf den warten? Aha. Hier drüben. Wow. Warum flüsterst du? Wir sind nicht allein. Nein. Rainrocks Anhänger. Ich sehe etwa ein Dutzend, aber es könnten mehr sein. Okay. Können wir an ihnen vorbei in den Turm apparieren? Schon, aber wir wissen nicht, was in dem Turm ist. Vor allem möchte ich allerdings erfahren, warum sie hier sind. Sie haben ihr Lager weiter vorn aufgeschlagen. Ich schlage vor, wir sehen uns erst einmal ein wenig um. Los geht's. Okay. Das ist nicht gerade ideal. Das stimmt wohl. Hier entlang. Und warum? Ich schlage vor, hier den Desillusionierungszauber einzusetzen. Vor allem, woher weiß der, dass ich den Desillusionierungszauber kann? Das weiß er doch gar nicht. Und warum macht er es nicht? Dude? Beeilung. Achso, ich wollte schon sagen. Wenn du einen Gegner unerkannt erreichst, kannst du Petrificus total auswirken. Schwache Gegner werden permanent ausgeschaltet, während stärkere erheblichen Schaden nehmen. Aha! Aber ich kann es ja noch gar nicht. Ich kann das doch noch gar nicht. Macht er das für mich? Macht er jetzt den Oberbabu? Wirken Sie aus Ihrem Versteck. Petrificus Totalus. Oder warte, man muss einfach nur näher ran. Ich hab nur Befehle. Ah. Petrificus Totalus. Ah, wow, ich kenne ihn also doch schon. Gut gemacht. Ja, nice.
Okay. Es ist Sternzauber. Yes, yes, thank you. Thank you. Ja, also Freunde, Assassin's Creed lässt grüßen, ja, wisst ihr Bescheid. Ich sehe jetzt Du hattest doch nicht. Du bist mal ganz ruhig, mein Freund. Du bist mal ganz ruhig bist du. Du auch! Ich hab das Gefühl, ich bin nicht allein. Mhm. Immer diese Gefühle, ne? Aber weißt du, was Gefühle auch noch können? Weißt du, was Gefühle auch noch können? Die können einen töten! Hahaha! Weil wenn ich jetzt den einen da töte, müsste der andere doch sofort sehen, oder? Hier muss es etwas geben. Hallo? Hier drüben. Holy! Alter! The fuck? Excuse me! Excuse me! Weg mit dir. Oh Gott. Oh Gott! Ich bin wieder unsichtbar, Freunde. Nobody sees me. Nobody sees me. Nobody at all. Revelio. Haben wir noch was Schönes? What is this? Befehle. Direkt ich suche, von Renrock. Ich suche den Turm. Nachsuchen Sie etwas, das mit Namen zu tun hat. Welche Namen und warum hier? Ich suche den Turm und seine Umgebung. Halte die Augen nach allem offen, was mit dem Namen zu tun haben könnte. Was du hier findest, könnte der Schlüssel dafür sein, dass die Kobolde endlich ihren rechtmäßigen Platz in der Welt einnehmen. Renrock. Ja, sehr schön. Sehr schön. Revelio. Revelio. Was ist irgendwas schön? Du wirst bluten. Excuse me. Holy! Yeah! Smasheroo! Alter! Ja, das könnte auch mal besser klappen, ja. But we did a pretty good job so far. So, also ein Dutzend müsste doch jetzt langsam mal erreicht sein, oder? Mein Leben regeneriert sich. What a sucker. For attention. Wow. So, wir sollten noch was Cooles? Nothing. So, wir gehen mal weiter. Und mal, hier haben wir noch was? Sweet. Sweet, sweet, sweet. So, hier auch noch was? Ich glaube nicht, dass die Kobolde von den Prüfungen wissen. Aber sie wissen, dass dieser Ort besonders ist. Yes. Vor allem, wie süß sie hier ihre Doppelbettchen aufgestellt haben, ne? Das ist schon irgendwie ein bisschen knuffig. Ein bisschen knuffig. Das dürfte der Eingang sein. Wie muss ich dann selbst machen? Sie ist verschlossen. Ach. Zeig's mir! Wie? Wie? Alter, ein Entriegelungszauber. Zeig doch mal dein Wissen. Es passt jetzt nicht, aber wenn Sie ihn nicht bald lernen, können wir es im Schloss nachholen. Warum kann er sich jetzt nicht mehr kurz die Zeit nehmen? Revelio. Ich würde den so gern mal lernen, ja? Da ist jemand ein eifriger Leser. Die meisten dieser Titel sagen mir überhaupt nichts. Ich glaube, nur was kaputt gemacht. Wir müssen nach oben, Freunde. Wobei, hier hinten ist noch was. Ich frage mich, wer das ist. Mit solchen Gewändern könnte es jeder sein. Merlin. Maybe. Maybe. Or maybe not. I don't know. Weiter geht's. Up, up, up we go. Okay, jetzt mal hier nochmal als Looten. 47 Galleonen. Revelio.
Hä? Ach nee, ist bloß ein Fenster. Oh Gott. Das wäre irgendwie noch was Krasses. But no. Nothing. Diese Besen sind wohl schon seit Jahrhunderten verzaubert. Ich habe noch keinen Zauber gesehen, der so lange hält. Ein bisschen Kohle mitnehmen. Alles mitnehmen, was keine. Was nicht angekommen ist. Willkommen in Santa's Turm. Ja, nice. Also, Pi, geht's los? Professor. Sagten Sie Santa's Turm? Ja, Professor Bakar ist ein Hüter, dem Sie noch nicht begegnet sind. Es freut mich, dass ich mit meiner Vermutung richtig lag, dass wir uns bald nach unserer letzten Begegnung wiedersehen. Allerdings vermute ich aufgrund des Lärms, dass Sie es nicht leicht hatten, zu mir zu gelangen. Das stimmt, Professor. Vor dem Turm sind wir auf Kobolde gestoßen. Dass Kobolde von meinem Gewölbe wussten, ist beunruhigend genug. Aber wenn Sie auch eine Verbindung zu diesem Turm haben, könnte die Bedrohung größer sein als gedacht. Ein Grund mehr für uns, weiterzumachen. Unten, nahe des Eingangs, wurde ein Speicher mit alter Magie freigelegt, wie die, die Sie schon gesehen haben. Befehlen Sie ihm, eine Tür zu öffnen. Mehr kann ich leider nicht sagen. Da Professor Fig Sie nicht begleiten kann, sehen er und ich Sie später in der Kartenkammer. Merken Sie sich das Bild. Merkt er einfach wir mal müssen herausfinden, woher Renrocks Anhänger von einem Turm wussten, der einst einem Hüter gehörte. Im Moment müssen sie sich jedoch auf Wichtigeres konzentrieren. Auf einen Speicher alter Magie, nicht wahr? Ja, Sir. Dann überlasse ich die Angelegenheit ihrer stetig wachsenden Kompetenz. Seien Sie vorsichtig. Natürlich, wow. Sir. Was, wenn ich hier draufgehe? In der Kartenkammer. Ah, Zylinder. Ein Speicher alter Magie. Unten, in der Nähe des Eingangs. Wir müssen wieder runter. Rebellion. Hier kommen wir ja noch nicht rein. Da unser lieber Professor uns leider nichts beibringen möchte. Er möchte einfach nicht. Ah, erstmal ein Stückchen Tee, Freunde. Wichtig. Dann geht's runter. Wobei. Warum brennt das hier nicht? Komm, trinken! Okay, ist okay, ist okay. Ne, ich will jetzt gerade den anderen Zauber nicht rausholen, oder? Wollen wir rausholen? Weil hier brennen mehrere noch nicht. Oder nicht mehr, vielleicht. Rebellion. Hier wahrscheinlich, oder? Untersuchen. Open up! I command it. Sehr schön. So, unsere erste Prüfung, Freunde. Unsere erste Prüfung hat begonnen. So, direkt der erste Gegner und tot. Bam. So schnell kann es gehen. Ansonsten wären wir alle Hufflepuff? Möglich. Möglich, möglich, möglich. So. Hier ist echt nichts, ne? Ein bisschen lame, aber gut. Erste Prüfung. Bessere Ausrüstung mit Hören. Okay. Von Percival Rackham. Genau, von dem Oberbau meine ich. Rebellion. Guck, ob wir das jetzt schaffen, Freunde. Das kenne ich. Von Gringotts und aus der verbotenen Abteilung. Ja, nice. Ah, ich meine, was kann hier schlimmstenfalls schon passieren? Oder was kann hier schlimmstenfalls schon passieren? Weil der will, dass ich runtergehe, ne? Was kann ich denn hier? Achso, ich muss runter, okay. Okay. So. Beeindruckend. Yes, totally. Irgendwas wow, guck mal. Muss passiert sein. Ich sollte mich umsehen. Oh, die war aber vorhin auch noch nicht da. Wow. Das spawnt extra eine Truhe. Wo läppsche 25 Galeonen drin sind. No, 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 Freunde. So geht's ja mal nicht. Oh, ich hab noch einen Truhe. Vielleicht ist hier mehr drin. 61. At least a little bit more. Was hier noch mal ein?